An Kita interessiert uns besonders, dass er ein dezidiert jüdisches Programm verfolgt hat. Nicht seit Beginn, aber seit den 70er Jahren, wo er seine eigene Jüdischkeit oder sein Jüdischsein entdeckt hat und darüber recherchiert hat, entwickelte er die Idee einer jüdischen Kunst. Aus der Beobachtung heraus, dass es in der Moderne oder dass die großen Vorreiter der Moderne in der Regel Juden waren, nur in der bildenden Kunst fehlte die entsprechende Position. Das hat ihn sehr umgetrieben und er nahm sich vor, diese Lücke zu schließen. Kita war von seiner Person her obsessiv. Er beschäftigte sich mit Dingen und kniete sich ganz hinein und blendete alles Gegenwärtige aus. So befasste er sich vor allem mit der Kunst und mit der Geistesgeschichte um 1900. Drei Obsessionen oder Leidenschaften verfolgte er sein Leben lang. Das ist einmal das Büchersammeln. Er war ein ausgesprochener Bibliophiler, schöpfte daraus viele Motive. Dann die Frauen, er war ein leidenschaftlicher, wie er sagte, er liebte die Frauen, er liebte seine Ehefrau oder beide Ehefrauen, aber auch Prostituierte, er war ein begeisterter Bordellgänger. Eine dritte Leidenschaft galt der Suche nach einer jüdischen Identität, nach der Vielfalt, wie man jüdisch sein leben kann. Kita nimmt im Grunde genommen ein sehr modernes Problem auf, das der Identität in einer globalisierten Welt. Nur ist er auf dieses Problem bereits in den 70er Jahren gestoßen, eigentlich schon früher, als er sich für Außenseiter interessierte. Und diese Erfahrung des Diasporischen, eine jüdische Erfahrung, die eine Erfahrung der einer Minderheit in einer Mehrheitsgesellschaft ist, hat ihn in seinem Werk und in seinem Leben umgetrieben. Seine Lektüre, seine ganze Recherche galt dieser Frage: Wie lebt man als Jude oder als Minderheit in einer Gesellschaft? Die unterschiedlichen Ansätze, die es hierzu geben kann, solch eine Identität zu definieren, hat er durchgespielt in seinen Werken. Es ist also keineswegs so, dass er eine einheitliche, eindeutige Identität suchte, sondern das ganze Spektrum auslotete.